Herzlich willkommen aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. Heute sehen wir Bayern München gegen Inter Mailand. Die Allianz Arena im Münchner Stadtteil Fröttmanding ist heute quasi der Inbegriff der finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern. Das kann man wohl sagen, Wolf. Der Club hat mal locker 14 Jahre weniger gebraucht als geplant, um die Arena abzubauen. Chance zur Führung. Elfmeter, ganz klar. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Er verschießt. Das ist bitter. Puh, das wird auch in der Wiederholung nicht besser. Er setzt den Elfer weit vorbei. Da sind die Nerven scheinbar mit ihm durchgegangen. Rafinha. Jetzt Robben am Ball. Ribéry. Jetzt, das ist jetzt seine Chance. Lewandowski. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Klar, dass sie vorne heute vor allem Robert Lewandowski suchen werden, oder Buschi? Herr Wolf, ein absoluter Ausnahmestürmer. Auf seine Torjägerqualitäten wird es heute ankommen. Geht er rein? Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Rafinha. Und Robben. Jetzt Lewandowski. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt der Steilpass. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Banega! Stark gemacht! Inter Mailand bekommt hier eine Ecke. Keine gute und die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Es gibt Abstoß. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt Arjen Robben. Macht er ihn. Da passt er klasse auf. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Hummels, richtig gut. Er hat den Ball. Das könnte die Chance werden. Fairer Einsatz hier. Ball draußen wird Einwurf geben. Perisic. Banega! Den hält er super. Ecke. Könnte gefährlich werden für die Bayern. Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Robben! Die Führung! Der Ball ist drin! Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hansaldi.
Da kommt der Pass auf außen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Und jetzt wieder die Bayern. Müller am Ball. Perisic. Kondogbia. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ulreich. Das macht er gut. Ansaldi. Schönes Tackling und den Ball erobert. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Die Bayern im Vorwärtsgang. Er findet den Mitspieler. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Gelbe Karte für Javi Martinez. Der Schiedsrichter lässt sie und die Spiel versucht mit dem Kopf. Da kommt er mit. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Die Bayern in Front. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. Nun Javi Martinez und Thiago. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Kandreva jetzt am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Kondogbia. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ribéry. Jetzt Vidal. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Und Vidal. Ganz einfach an den Ball gekommen. Klasse Tackling. Jetzt Banega. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Ab. Da kommt der Schuss. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Der Torwart mit dem Fehler. Da kommt der Schuss. Mats Hummels macht zu. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Die Schussstatistik überrascht dann doch. Och, Buschi. Mehr Abschüsse, aber Rückstand. Stichwort Effektivität. Steil gespielt. Und nun ein Schuss. Da hatte er den Ausgleich auf dem Fuß, aber nein. Jetzt Mats Hummels. Und jetzt Müller. Das könnte die Gelegenheit geben. Robert Lewandowski! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Schon verrückt. Da sieht man sie über weite Strecken nicht im gegnerischen Strafraum. Und dann machen sie doch das Tor. Jetzt darf der Gegner nicht in Panik verfallen. Die sind hier das bessere Team und sind ja immer noch vorn. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Und Kandreva. Die Gäste werden wechseln.
Wird das seine Torchance? Er ist frei, da kann was draus werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und er schießt. Und auch den hält er. Klasse Leistung vom Keeper. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Und den Ball hat er sich geholt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Jetzt vielleicht. Müller! Klasse aufgepasst vom Torwart. Und jetzt gibt's Eckball für die Bayern. Das könnte gefährlich werden. Da passt er auf und hat den Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Lewandowski. Da passt der klasse auf. Vidal! Und da war er zur Stelle. Super Parade. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lewandowski. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt Vidal. Und jetzt die Chance. Das ist ein Eckball für die Bayern. Perisic. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. 1 Minute noch. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt nochmal die Bayern. Jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Die Bayern gewinnen. Das Spiel ist aus. Mit diesem Sieg tanken sie, obwohl es so ein Freundschaftsspiel war, Selbstvertrauen. Ja, es ging zwar nicht um Punkte, aber ganz ehrlich, auch einen Sieg im Freundschaftsspiel nimmt man immer gerne mit. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.